Jetzt hören wir mal, was die Abgeordneten sagen. Götz Frömming für die AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Ministerin, als ich Ihnen eben gelauscht habe, das ging ja runter wie Öl. Ich habe mich nur gefragt, wo ist dieses Land eigentlich, was Sie da beschrieben haben? Das klingt wie eine Utopie, aber mit der Realität hat das leider noch nicht so viel zu tun, meine Damen und Herren. Über die Hälfte Ihres Etats, Frau Ministerin, ist inzwischen in sogenannten Bund-Länder-Vereinbarungen gebunden. Der Bundesrechnungshof kritisiert das in seinem uns vorliegenden aktuellen Bericht. Warum eigentlich? Weil wir damit immer tiefer in Kernbereiche eindringen, für die in unserer vom Grundgesetz ja besonders geschützten föderalen Ordnung die Länder zuständig sind, Frau Ministerin. Beim Digitalpakt oder auch durch den Einstieg des Bundes in die Grundfinanzierung der Hochschulen bewegen Sie sich am Rande des Verfassungsbruchs. Unabhängig von dieser verfassungsrechtlichen Problematik sind die Bund-Länder-Vereinbarungen noch in anderer Hinsicht äußerst bedenklich. Zum einen zwingen sie mithilfe eines goldenen Zügels den Ländern und auch den Kommunen bildungspolitische Ziele auf, die diese ohne die Millionen des Bundes nicht oder in einer anderen Priorisierung verfolgen würden. Ich nenne als Beispiele den Ausbau von Ganztagsschulen oder die Digitalisierung des Lehrens und Lernens. Zum anderen werden durch diese teilweise in Sondervermögen langfristig gebundenen Mittel die Gestaltungsmöglichkeiten für die eigentlichen Aufgaben des Bundes, beispielsweise die Förderung der Spitzentechnologie, kleiner und übrigens auch für zukünftige Parlamente, die erst noch zu wählen sind. Um es einmal mit deutlichen Worten zu sagen, Frau Ministerin, es ist nicht Aufgabe des Bundes, Tablets oder iPhones in die Schulen zu bringen oder dafür auch Software zu kaufen. Aufgabe des Bundes ist es, dafür zu sorgen, dass es in Deutschland wieder Firmen gibt, die dieses herstellen und entwickeln können, Frau Ministerin. Der Bundesrechnungshof, meine Damen und Herren, kritisiert zu Recht, dass der Bund mit dem vorliegenden Haushalt zum ersten Mal in der Geschichte dauerhaft in die Grundfinanzierung, ich sagte es bereits, der Hochschulen und auch anderer Landeseinrichtungen einsteigt. Dadurch werde die einst klar getrennte Verantwortlichkeit zwischen Bund, Ländern und auch Kommunen verwischt. Der Bürger kann nicht mehr nachvollziehen, wer eigentlich für genau was zuständig und damit auch verantwortlich ist. Ein wichtiges Prinzip der Demokratie, kann mir schon vorstellen, dass Sie das nicht hören wollen, nämlich dass der Bürger weiß, wen er abwählen muss, wenn etwas schief geht, ist nicht mehr gegeben. Bund und Länder, meine Damen und Herren, werden sich beim vorhersehbaren Scheitern des Digitalpakts dann gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben. Aber vielleicht ist das ja auch Sinn der Übung, hier die Verantwortlichkeiten schon im Vornherein zu verwischen. Meine Damen und Herren, lassen Sie es mich ganz deutlich sagen, digitale Bildung gibt es nicht und kein Computer der Welt wird unseren Kindern die Anstrengungen des Lernens abnehmen können. Insgesamt, so der Bundesrechnungshof dazu abschließend, ich zitiere, lassen die Vereinbarungen, die der Bund mit den Ländern geschlossen hat, ein schlüssiges Gesamtkonzept vermissen. Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle einmal ausdrücklich den Bundesrechnungshof loben. Dort gibt es offenkundig unabhängige, mutige Beamten im besten Sinne des Wortes, die der Sache, damit unserem Staat, verpflichtet sind und nicht irgendeiner Partei. Dass das in diesen Zeiten gefährlich sein kann, haben wir im Fall Maaßen gesehen. Meine Damen und Herren, in den nächsten 10 Jahren, von 2020 bis 2030, sollen 109 Milliarden Euro an die außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie Max Planck, die Max-Planck-Gesellschaft oder die Fraunhofer-Gesellschaft fließen. Das ist eine gewaltige Summe. Neben dem Pakt für Forschung und Innovation wird sich der Bund auch bei der Förderung der Hochschulen engagieren. Im gleichen Zeitraum sind hier 40 Milliarden vorgesehen. Insgesamt also rund 150 Milliarden für die Forschungseinrichtungen und Hochschulen. 150 Milliarden, die vom Steuerzahler, den Bürgern und den produzierenden Unternehmen erst einmal aufgebracht werden müssen, meine Damen und Herren. Der Steuerzahler hat deshalb ein Recht darauf, auch zu erfahren, was mit diesem Geld genau geschieht und ob es auch gut angelegt ist. Darüber, Frau Ministerin, habe ich leider in Ihrer Rede wenig Konkretes gehört.
Und zu Recht hat der Bundesrechnungshof mehrfach darauf hingewiesen, dass hier nachgebessert werden muss und die Zielvereinbarung und die Kontrollfunktion des Bundes sehr zu wünschen übrig lässt. Meine Damen und Herren, während der Sommerpause musste der Ausschuss für Bildung und Forschung eine Sondersitzung abhalten. Vielleicht gehen die Kollegen später noch darauf ein. Dabei ging es um den Versuch, das merkwürdige Zustandekommen einer millionenschweren Standortentscheidung zu erhellen. Es ging um die geplante Errichtung eines Zentrums für Batterieforschung, das eng mit der Wirtschaft kooperieren soll. Obwohl aus dem Kreise der externen Berater zunächst Ulm favorisiert worden war, fiel die Entscheidung später auf Münster bzw. Ebenbüren. Zufällig die Wahlkreise der Ministerin und der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden. Die leer ausgegangenen Standorte, meine Damen und Herren, erhalten übrigens Kompensationszahlungen, sozusagen eine Art Schweigegeld. Frau Ministerin, ich muss Ihnen sagen, das Agieren in dieser Angelegenheit von Ihnen war nicht nur intransparent, es war auch ungeschickt, um es höflich auszudrücken. So darf man mit dem Geld der Steuerzahler nicht umgehen, meine Damen und Herren. Aber, meine Damen und Herren, es gibt auch Positives zu vermelden in diesen Tagen. Gestern wurde ja der Bildungsvergleich der Länder vorgestellt. Daraus geht hervor, dass die Menschen in Ostdeutschland, also da, wo man verstärkt AfD wählt, höher qualifiziert sind, besser gebildet sind als die Bürger im Westen. Damit werden im Übrigen auch die Befunde des Nationalen Bildungsberichts von 2018 bestätigt. Demnach sind in Ostdeutschland nur 7% der Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter ohne Berufsabschluss. In Ländern wie Bremen oder Nordrhein-Westfalen sind es über 20%. Und was unterscheidet Ost- und Westdeutschland? Richtig, Westdeutschland hat seit Jahren hinweg eine Migration aus überwiegend auch bildungsfernen Schichten hinter sich. Deshalb fordern wir, meine Damen und Herren, dass der Bildungsstand und auch die Bildungsfähigkeit zum zentralen Kriterium für die Entscheidung werden muss, wer in unser Land kommen und auch bleiben darf. Meine Damen und Herren, aus Sicht der AfD ist es ein unhaltbarer Zustand, dass die Fleißigen, die Wohlhabenden und die Klugen unser Land verlassen, während wir im Gegenzug das Bildungsprekariat der Welt bei uns aufnehmen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Aus Sicht der Alternative für Deutschland dürfen wir unser bewährtes nationales und föderales Bildungssystem nicht aufgeben. Wir dürfen es nicht an vom Ausland gesteuerte Lobbyisten ausliefern, die von Bildungsgerechtigkeit reden, in Wahrheit aber Bildung zur Ware machen wollen. Die AfD hat als einzige Fraktion in diesem Hause erkannt, welche Gefahren von einer Ökonomisierung und Globalisierung des Bildungswesens ausgehen. Wir jedenfalls werden unser nationales Bildungssystem verteidigen und koste es auch unsere letzten Anstrengungen. Ich danke Ihnen. Der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion war das Götz Frömming. Zum Einzelplan geht es jetzt weiter mit Sven Schulz für die SPD-Fraktion. Er ist Mitglied im Haushaltsausschuss. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist immer wieder zu hören, auch gestern in der Generaldebatte zum Kanzlerinnenetat, die Bundesregierung kürze bei Bildung und Forschung. Als Haushaltspolitiker kann ich Ihnen sagen, das ist falsch. Das ist sachlich, schlicht und einfach falsch. Und ich will das auch kurz erläutern. Der Haushaltsplanentwurf der Bundesregierung sieht für den Etat des Ministeriums Bildung und Forschung für das nächste Jahr 18,2 Milliarden Euro vor. Das ist gegenüber dem laufenden Jahr 2019 zwar ein Minus von 69 Millionen, aber nur auf den ersten Blick. Denn auf den zweiten Blick fällt auf, die größte Veränderung ist der verabredungsgemäße Wegfall der Kompensationsmittel Föderalismusreform für die Bundesländer. Das sind 715 Millionen Euro. Geld, das dem Bundesministerium gar nicht zur Verfügung stand, weil es einfach ohne Zweckbindung an die Länder überwiesen wurde.
Diese 715 Millionen Euro sind nun aus der Haushaltsplanrechnung weg, aber der Etat sinkt lediglich um 69 Millionen. Das bedeutet unter dem Strich rund 650 Millionen Euro mehr, die das Ministerium für Bildung und Forschung zur Verfügung hat. Das ist eine starke Ansage, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann gibt es da noch ein zweites. Nicht alle Ausgaben für Bildung und Forschung stehen auch in dem Einzelplan des Ministeriums. So steht manches im Energie- und Klimafonds. Knapp 100 Millionen Euro davon werden 2020 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung genutzt. Hinzu werden Strukturmittel aus dem Kohlekompromiss kommen. Nicht zu vergessen, das Sondervermögen für den Digitalpakt Schule. 5 Milliarden Euro werden wir insgesamt in die Schulen investieren. Und es läuft bereits das Schulsanierungsprogramm im Umfang von 3,5 Milliarden Euro. Weiterhin gibt es zusätzliche 500 Millionen Euro für den Bereich künstliche Intelligenz, die noch auf die einzelnen Ressorts verteilt werden. Die Gesamtausgaben, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Gesamtausgaben des Bundes für Bildung und Forschung addiert, belaufen sich auf über 25 Milliarden Euro. Das ist ein historischer Höchststand, über 25 Milliarden Euro. Es gab noch keine Koalition, die so viel für Bildung und Forschung getan hat wie diese. Jetzt ist natürlich die blanke Höhe der vorgesehenen Ausgaben für Bildung und Forschung gar nicht mal das Entscheidende, sondern es kommt darauf an, wofür die Steuermittel im Einzelnen eingesetzt werden. Und auch da setzt dieser Haushaltsplanentwurf richtige Akzente, die wir Sozialdemokraten begrüßen und unterstützen. Zum einen werden die langen Linien, die wir ja im Grunde in rot-grüner Regierungszeit bereits angelegt haben, fortgeschrieben. Die großen Projekte der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, um die Hochschulen zu stärken, Studienplätze zu schaffen, die Qualität des Studiums zu verbessern, exzellente Forschung an den Hochschulen und an den außeruniversitären Einrichtungen zu unterstützen. Das alles wird fortgeführt und in der Finanzplanung auch mit erhöhten Mitteln. Hinzu kommen die neuen Anstrengungen dieser Koalition. Der Digitalpakt Schule startet endlich. Und auch die Ganztagsbetreuung an den Schulen war der SPD schon in den Koalitionsverhandlungen besonders wichtig. Auch dafür gibt es nun das Geld. Und das ist auch gut so, Herr Frömming. Das sind wesentliche Vorhaben, die nicht ernsthaft kritisiert werden können. Und wenn sie doch kritisiert werden, dann halten wir das aus, weil wir wissen, dass die Bürgerinnen und Bürger diese zusätzlichen Anstrengungen für Bildung auch begrüßen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir Sozialdemokraten haben immer auch ein besonderes Auge auf das BAföG für Schüler und Studierende. Die beschlossene Reform mit deutlichen Leistungsverbesserungen wird natürlich dann auch zu erheblich höheren Ausgaben als in den letzten Jahren führen. Und wir kümmern uns darüber hinaus um die berufliche Bildung. Das Aufstiegs-BAföG erhöhen wir um sage und schreibe 50%. Das ist wohl beispiellos, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und mit dem Haushalt 2020 wird der Bund auch noch aktiver in der Forschungsförderung. Die Bundesministerin Kraliczek hat da einiges schon dazu gesagt. Ich will das nur kurz andeuten. Es geht darum, drängende Probleme zu lösen. Da ist zum einen die Klima- und Energiepolitik und die Klima- und Energiefragen zu nennen, aber auch die Gesundheitsforschung, etwa der Kampf gegen Krebs. Die Bundesregierung hat eine erfolgreiche Hightech-Strategie aufgelegt und kümmert sich um Zukunftsfragen rund um Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Wir wollen mit Forschung Impulse setzen für die Unternehmen, für Wirtschaftswachstum und für Arbeitsplätze. Und es geht uns darüber hinaus auch darum, die Forschung in den Dienst der Gesellschaft und der einzelnen Menschen zu stellen, damit Leben und Arbeiten gesünder, besser, nachhaltiger wird und die Gesellschaft gerechter, sozialer und friedlicher. Nur einige Themen will ich hier kurz exemplarisch beleuchten, die uns Sozialdemokraten besonders wichtig sind und die wir uns in den Haushaltsberatungen, die dann jetzt ja kommen, auch noch einmal genauer anschauen werden. In den vergangenen Jahren haben wir bereits die Bundesförderung für die Fachhochschulen Schritt für Schritt hochgefahren. Die Fachhochschulen haben internationales Renommee und sind als anwendungsorientierte Hochschulen auch wichtige Partner vor Ort. Der Entwurf der Bundesregierung sieht da auch schon Verbesserungen vor.
Gleichwohl sollten wir überlegen, ob es nicht möglich ist, die Fachhochschulen gerade mit Blick auf die kleineren und mittleren Unternehmen und als wichtige Akteure auch in Regionen mit Strukturproblemen noch mehr zu stärken. Und dann ist uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten die Arbeits-, Produktions- und Dienstleistungsforschung besonders wichtig. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Arbeit 4.0, das sind wichtige Themen, nicht nur aus ökonomischer Perspektive, sondern ganz konkret für die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben. Und da brauchen wir kluge Wissenschaft, die uns Hinweise gibt, wie wir die neuen Technologien zum Wohle der Menschen nutzen. Die Arbeitswelt der Zukunft, ein ganz wichtiges Feld, wirtschaftlich wie auch sozial. Wir werden schauen, ob es da im Haushalt noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und last but not least will ich auf die Friedens- und Konfliktforschung zu sprechen kommen. Wir wissen alle, ja, das ist besonders wichtig, ganz richtig. Wir wissen alle, wie schwierig die Lage in der Welt ist, und auch da benötigen wir Impulse, wie Konflikte vermieden und beigelegt werden können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sehe, meine Redezeit läuft aus. Ich habe also nicht die Möglichkeit, auf weitere wichtige und interessante Punkte des Etats einzugehen. Ich glaube, die Bundesregierung hat einen starken Haushaltsplanentwurf vorgelegt. Jetzt sind die parlamentarischen Beratungen vor uns, und wir werden wie in den letzten Jahren auch schauen, ob wir nicht an der einen oder anderen Stelle diesen guten Etat noch ein Stück weit besser machen können. Herzlichen Dank. Der auf den ersten Blick, so hat es Sven Schulz gesagt, zwar sinken mag, auf dem Papier minus knapp 70 Millionen Euro, Verzeihung, aber würde man den Wegfall der Mittel, die an die Bundesländer gehen, rausrechnen, hätte der eigentliche Etat sogar einen Zuwachs. Katja Suding jetzt für die Liberalen. Wie wichtig Bildung ist, dann aber in Ihrem Einzelplan schon wieder kürzen zu wollen, das ist wirklich Ihre Kapitulationserklärung als Ministerin und Ihren Gestaltungsanspruch. Den haben Sie auf jeden Fall schon aufgegeben. Und Herr Schulz, da haben mich Ihre langen Ausführungen auch wirklich nicht überzeugen können. Das klang alles nur nach Ausrede. Hier wird gekürzt. Und zwar 70 Millionen Euro wollen Sie im Einzelplan 30 kürzen bei den zentralen Zukunftsaufgaben Bildung und Forschung. Und das ist ja schon schlimm genug. Aber eine noch größere Lücke, und dazu haben Sie nichts gesagt, die klafft. Das ist ein bisschen besser versteckt, aber trotzdem sichtbar beim Digitalpakt. Den wollen Sie nämlich aus einem Sondervermögen finanzieren, das sich aus den Versteigerungserlösen der 5G-Lizenzen speist. Die reichen aber bei weitem nicht aus. Das wissen wir jetzt. Das Prinzip Hoffnung ist hier gescheitert. Es fehlen über 800 Millionen Euro alleine nur in dieser Legislaturperiode. Von Ihnen, Frau Kalitschek, haben wir kein Wort darüber gehört, wo Sie die denn hernehmen wollen. Das aber sehen Sie den Schülern, Lehrern und Eltern in unserem Land schuldig. Und die Herausforderungen beim Digitalpakt, die sind ja noch viel größer. Damit unsere Kinder die Chancen der digitalen Bildung wirklich nutzen können, dann kann und darf der Digitalpakt, der ja vorwiegend auf die technische Ausstattung setzt, nur der Anfang sein. Um die Technik überhaupt sinnvoll einzusetzen, und zwar bevor sie veraltet ist, brauchen unsere Schulen noch mehr. Sie brauchen IT-Administratoren, Weiterbildung für Lehrkräfte, digitale Schulbücher und klare Datenschutzstandards. Wir fordern deshalb einen Digitalpakt 2.0, und wir haben Ihnen dazu ja auch schon ein Konzept vorgelegt. Ich fordere Sie noch mal auf, Frau Kalitschek, beginnen Sie jetzt endlich mit den Verhandlungen dafür. Das Problem ist ja nicht nur, dass Ihnen als Ministerin offenbar Ideen, Ehrgeiz und auch Durchsetzungsstärke fehlen. Ihnen ist auch offenbar scheinbar egal, was mit den Mitteln passiert, die Sie investieren. Die Mittel des Digitalpaktes müssen laut Artikel 104c des Grundgesetzes die Leistungsfähigkeit der Schulen vor Ort steigern. Und das ist keine unverbindliche Empfehlung, das ist Verfassungsauftrag. Aber Sie stellen ja noch nicht mal Kriterien auf, mit denen die Leistungsfähigkeit der Schulen überhaupt gemessen werden kann. Wie wollen Sie denn überhaupt garantieren, dass die Schulen nach dem Digitalpakt besser sind als vorher, wenn Sie nicht mal einen Maßstab dafür haben? Hier müssen Sie ganz schnell nachsteuern, Frau Kalitschek. Und auch beim Hochschulpakt, da schütten Sie das Geld mit der Gießkanne aus. Ihnen fällt nichts Besseres ein, als die Mittel schlicht und einfach pro Kopf zu verteilen.
Damit bleibt aber der Anreiz für die Hochschulen, auf Masse statt auf Qualität zu setzen. Mehr Qualität bekommen sie nur, wenn sie die Auszahlung der Paktmittel daran knüpfen, dass die Hochschulen die Betreuungsrelationen verbessern, innovative Lehrkonzepte ausbauen und sich für das lebenslange Lernen öffnen. Es reicht doch nicht aus, das Geld einfach nur auszugeben. Viel hilft nicht viel. Sie müssen dafür sorgen, dass das Geld bei den Hochschulen auch tatsächlich ankommt, dass es sie besser macht. Das müssen Sie tun, Frau Karliczek. Und auch beim BAföG, da scheint es Ihnen egal zu sein, ob die Mittel wirklich helfen. Immer weniger Studierende haben einen Anspruch auf BAföG, und das nimmt den jungen Menschen jedes Jahr ihre Bildungschancen. Und Ihre Antwort darauf, das ist ein längst überfälliger Inflationsausgleich. Das ist viel zu wenig. Wir haben Ihnen vorgerechnet, was heute schon mit den aktuellen Haushaltsmitteln möglich wäre, nämlich ein elternunabhängiges BAföG im Baukastenmodell. 200 Euro für jeden Studierenden als Sockelbetrag, 200 Euro für jeden Studierenden, der neben dem Studium einen Job hat oder sich im Ehrenamt engagiert, und dann noch bis zu 1.000 Euro pro Monat als Darlehen, das nach dem Studium zurückgezahlt wird. So geht BAföG fair und ohne Bürokratie, meine Damen und Herren. Wir haben das Grundgesetz gemeinsam geändert, damit der Bund jetzt eine stärkere Rolle in der Bildung spielen kann. Jetzt kann und muss aber mehr passieren. Und da Ihnen offenbar die Ideen fehlen, sagen wir mal, was für die Bildung geht. Wir wollen mit einer MINT-Offensive mehr junge Menschen für MINT-Fächer begeistern. Wir wollen mit mehr Berufsorientierung, die wollen wir an den Gymnasien, gerade dort, und wir wollen die Chancen der beruflichen Bildung aufzeigen. Wir wollen Inklusion fördern und die Prävention von Mobbing verbessern. Das alles ist dringend nötig, und das müssen Sie jetzt angehen. Zum Schluss, 90% der Bundesbürger wollen ein Zentralabitur. Wir Freien Demokraten wollen das auch. Wir wollen den Schulen vor Ort mehr Freiheiten geben, verbunden mit bundesweit einheitlichen und sehr ehrgeizigen Bildungsstandards. Wir wollen vergleichbare Abschlussprüfungen bis hin zu einem Zentralabitur. Die Zukunftschancen unserer Kinder, die dürfen nicht länger davon abhängen, ob es in Bremen oder in Bayern zur Schule geht. Deutschlands Bildungs- und Forschungspolitik, die könnte so viel mehr. Die Chancen sind riesig. Nutzen Sie sie, Frau Karliczek. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist für die Fraktion Die Linke die Kollegin Dr. Gesine Lötsch. Vielen Dank. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Koalition hat ihr Schicksal an die schwarze Null gekettet, und das ist fatal. Das Dogma lautet, es ist eine Frage der Generationengerechtigkeit, keine neuen Schulden zu machen. In diesem Standardsatz stecken aber gravierende Denkfehler. Denn wer heute nicht in die Bildung der Jugend investiert, der verspielt die Zukunft der nächsten Generationen, und das darf nicht sein. Ich frage Sie, ist es denn gerecht, wenn sich die Ausbildung unserer Kinder und Enkel verschlechtert, wenn Lehrpersonal an allen Ecken und Enden fehlt, wenn Schulen und Universitäten überfüllt sind? Das hat nichts mit Generationengerechtigkeit zu tun. Das ist doch das genaue Gegenteil, meine Damen und Herren. Kleine Nebenbemerkung, die Bundeskanzlerin konnte in der DDR studieren und promovieren. Offensichtlich war das Bildungssystem gut genug, um eine Kanzlerin auszubilden. Die Kinder konnten sogar nach der ersten Klasse lesen und schreiben. Das ist heute leider die Ausnahme. Und in der reichen Bundesrepublik droht das Bildungssystem zu kollabieren. Ich sage Ihnen, das dürfen wir nicht zulassen. Da müssen wir gegensteuern. Meine Damen und Herren, ganz einfach, auch aus diesem Etat sieht man, Bildung hat für die Koalition, den schönen Reden der Vorredner zum Trotz, keine Priorität. Noch einmal eine Vergleichszahl. 50 Milliarden Euro sollen im kommenden Jahr für das militärische Wettrüsten bezahlt werden. Für den Bildungs- und Wissenschaftshaushalt sind gerade mal 18,2 Milliarden Euro eingestellt. Ich finde, das ist eine grobe Schieflage, die zulasten der künftigen Generation geht, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen, wir brauchen auch gar keine neuen Schulden aufnehmen. Es würde schon reichen, wenn wir die großen Vermögen in unserem Land endlich gerecht besteuern würden. Das wäre eine Frage der Zukunft und der Gerechtigkeit, meine Damen und Herren. Und das wenige Geld, das die Regierung für Bildung und Wissenschaft ausgeben will, wird dann auch noch ungerecht verteilt. Sie stecken viel Geld in die sogenannte Spitzenforschung. Dagegen wäre auch gar nichts zu sagen, wenn Sie nicht gleichzeitig in der Lehre den Rotstift ansetzen würden. Spitzenforschung, meine Damen und Herren, wird scheitern, wenn nicht ausreichend Geld in die breite Forschung und in die Lehre gesteckt wird. Die Bundesregierung
Insbesondere die neue Ministerin der Verteidigung will die Bundeswehr attraktiver machen als Arbeitgeber. Es geht um Kindergärten und kostenloses Bahnfahren. Was tut die Bundesregierung eigentlich dafür, dass der Wissenschaftsberuf attraktiver wird? Warum wird das nicht zum Thema in unserer Gesellschaft gemacht? Meine Damen und Herren, immer mehr Hochschulen weichen aus Geldmangel auf kostengünstiges Personal aus. Lehrbeauftragte sind das Prekariat der Wissenschaft. Hochqualifizierte Menschen werden mit Niedriglöhnen abgespeist. Hinzu kommt, dass ein großer Teil der Stellen nur noch befristet ausgeschrieben wird. Ich finde, dieser Verschwendung von Potenzial, von geistigem Potenzial, müssen wir etwas entgegensetzen. Das ist höchst ungerecht, auch für kommende Generationen, meine Damen und Herren. Die Zahl der Studierenden steigt seit Jahren in Deutschland und wird laut Schätzung der Kultusministerkonferenz auch in Zukunft auf hohem Niveau verbleiben. Die Zahl der Wohnheimplätze allerdings bei den Studierendenwerken bleibt hinter diesem Anstieg weit zurück. Aktuell stehen den knapp 2,9 Millionen Studierenden bundesweit nur 240.000 öffentlich geförderte Wohnheimplätze zur Verfügung. Jugendliche aus ganz normalen Familien können sich die explodierenden Mieten in den Großstädten nicht leisten. Und ich sage Ihnen, es kann doch nicht sein, dass Miethaie darüber entscheiden, ob Jugendliche studieren können. Damit können wir uns niemals zufrieden geben. Wir fordern also, meine Damen und Herren, einen Hochschulsozialpakt. Wir wollen im Laufe der nächsten 4 Jahre 50.000 neue bezahlbare Wohnheimplätze aus Bundesmitteln finanzieren. Und ich hoffe, dass möglichst viele von Ihnen diesem guten Vorhaben zustimmen. Frau Ministerin Karliczek, Ihr Ministerium müsste doch eigentlich eine Ideenwerkstatt für die Zukunft der Arbeit, für den Umbau unserer Gesellschaft, für den Klima- und den Artenschutz sein. Doch ich habe den Eindruck, dass Sie Dienst nach Vorschrift machen. Und leider gibt es keine Vorschrift, wie man zu guten Ideen kommt. Eine Agentur für Sprunginnovation zu gründen, ist dagegen wirklich eine Schnapsidee. 1 Milliarde Euro in 10 Jahren, das ist viel Geld. Damit könnten Sie viele Lehrkräfte gerecht bezahlen. Meine Damen und Herren, wir müssen in diesem Haushalt viel umgestalten. Im Gesamthaushalt übrigens, man kann auch zwischen den Einzelplänen umschichten, das dürfen wir nicht vergessen. Wir als Linke setzen uns dafür ein, dass dieses Land gerechter, solidarischer und sicherer wird. Und ich hoffe, dass viele von Ihnen mitmachen. Vielen Dank. Gesine Lötsch war das für die Linke, deren stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Nächster Redner, auch von der Opposition, diesmal von Bündnis 90, den Grünen, Kai Gehring. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bildung und Forschung sind Quellen künftigen Wohlstandes und Treiber für Gerechtigkeit und Innovation. Und daher ist es hochproblematisch, dass dieser Einzelplan 30 jetzt im Vergleich zum Vorjahr ein Minus aufweist. Es ist auf jeden Fall keine Dynamik, um das 3,5 oder 7%-Ziel zackig zu erreichen. Das ist zukunftsvergessen, Frau Karliczek. Diesen Fehler sollten wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier korrigieren, denn Chancen für alle und bitte? Und ja, doch. Also ich habe ja den Haushalt gelesen und was die SPD dazu gesagt hat, reicht da als Erklärung nicht aus. Uns ist wichtig, Chancen für alle und Forschung for Future gibt es nicht zum Nulltarif, sondern wir müssen deutlich drauflegen. Sie treten auf die Schuldenbremse. Wir wollen einen Investitionsmotor für Bildung und Forschung. Investieren in Zukunft heißt, Infrastrukturen zu modernisieren. Und da sind marode Schulen ein Mahnmal für eine Bildungsrepublik. Ob Grundschulen in Brennpunktquartieren oder auch verschiedene Berufsschulen im ländlichen Raum, Schulen müssen bundesweit Kathedralen des Wissens sein. Das ist im Interesse aller Kinder und im gesamtstaatlichen Interesse, Frau Karliczek. Investieren in Zukunft heißt, gleichwertige Lebensverhältnisse zu befördern. Bildungschancen dürfen nicht nur nicht von der Herkunft abhängen, sondern auch nicht von der Region oder der Postleitzahl, wo man lebt, ob Stadt oder Land, ob Ost oder West. Kinderbetreuung und Ganztagsschulplätze dürfen nicht fehlen. Der Rechtsanspruch gehört endlich erfüllt, mit Qualität und bald gebührenfrei. Hier muss auch eine Bundesbildungsministerin ordentlich mit anschieben. Investieren in Zukunft heißt auch Fachkräftemangel bekämpfen. Und ich gebe Ihnen auch ein Beispiel da aus dem Haushalt. Beim Thema Alphabetisierung
Wieso ist Ihnen das so wenig wert? 30 Millionen in Ihrem Etat für 7,5 Millionen funktionale Analphabeten im Land, das sind knapp 4 € pro Person. Das reicht einfach nicht, um gut lesen, schreiben und Deutsch zu sprechen. Da würden wir mehr Mittel drauflegen. Und Land auf, Land ab fehlen Handwerker, fehlen Erzieherinnen und Erzieher und Lehrkräfte. Was tun Sie, außer unbeteiligt am Spielfeldrand zu stehen, Frau Karliczek, hiergegen? Sie verschließen die Augen auch vor den steigenden Schulabbrecherzahlen. Unser Land braucht weniger Abbrecher, mehr Meister und mehr Master und endlich auch ein Recht auf Weiterbildung. Wer sich bildet, braucht auch eine sichere Finanzierung, gerade auch Einkommensarme. Und Studierende, das sagen wir sehr klar, sollen sich aufs Studium konzentrieren können müssen und nicht nebenher noch kellnern, um über die Runden zu kommen. Und deshalb wollen wir beim BAföG auch eine echte Trendwende. Und Sie rechnen anscheinend in Ihrem Etat, dass die Ausgaben fürs BAföG drastisch sinken. Gucken Sie sich die Zahlen an. Das heißt, Sie glauben an Ihre eigene Reform nicht. Tun Sie endlich mehr für Bildungsgerechtigkeit. Land auf, Land ab demonstrieren Friday for Future Kids, um das Klima zu retten. Weltweit wollen Jung und Alt endlich Ergebnisse in der Klimapolitik und keine Vorwürfe und keine Drohungen. Uns irritiert tatsächlich, wie teilnahmslos und uninspiriert Sie bei dieser Überlebensfrage der Menschheit und unseres Planeten agieren. Sie haben eben viel Grün gesprochen, aber in Ihrem Haushalt handeln Sie wenig grün und finanzieren auch wenig. Warum greifen Sie die Impulse nicht viel stärker auf, um Bildung für nachhaltige Entwicklung in allen Bildungseinrichtungen viel stärker zu fördern? Warum gibt es kein Programm für nachhaltige, für klimaneutrale Hochschulen? In Nairobi konnte ich neulich die erste CO2-neutrale Spitzenuniversität kennenlernen. Das wären auch echte Leuchttürme für den Hochtechnologiestandort Deutschland. Wir fordern Forschung for Future. Sie haben das grüne Klimaforschungsrahmenprogramm immer wieder abgelehnt. Bei der Mobilitätsforschung handeln Sie wenig innovativ und verheddern sich bei der Standortauswahl Batteriezellforschungsfabriken in Widersprüche und Intransparenten. So geht es nicht. Wir wollen Lücken in der Energieforschung schließen. Sie überlassen diesen Job komplett Ihrem Wirtschaftsminister, der komplett mit der Energiewende schon überfordert ist. Wir wollen, dass die Hightech-Strategie auf Nachhaltigkeit ausgerichtet wird und wir uns viel stärker auch konzentrieren auf soziale und auf ökologische Innovationen. Das machen Sie nur verbal, aber leider nicht real. Und deshalb muss viel in Ihrem Haushalt noch umgesteuert werden. Sie überzeugen nicht. Und vieles muss umgesetzt werden, auch im Paket Ihres Klimakabinetts, dem Sie ja leider nicht angehören. Frau Karliczek, Ihr Etat ist eine doppelte Null. Null Zukunftsplan, null Aufwuchs. Das müssen wir ändern für mehr Chancen und für mehr Innovation. Sagt für die Bündnisgrünen Kai Gehring, deren Sprecher für Forschung, Wissenschaft und Hochschule. Nächster Redner jetzt Tankred Schibanski für die Unionsfraktion. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eigentlich, lieber Kai Gehring, ist es für einen Koalitionsredner heute eine beste Ausgangssituation für eine Haushaltsrede. Die drei Wissenschaftspakte sind ausverhandelt, alle Betroffenen sind zufrieden. Digitalpakt Schule ist in Umsetzung, der Bund ist starker Impulsgeber beim Thema digitales Lernen. Die Schwarzmalerei der FDP kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Die OECD bescheinigt Deutschland plötzlich und unerwartet, dass wir in der MINT-Bildung, also bei Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, besonders gut sind. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundesrechnungshof erklärt uns noch in seinem jüngsten Einzelbericht zum Einzelplan 30, warum die Senkung des Haushaltes um 69 Millionen Euro richtig ist. Also, alles Voraussetzung für eine gute heutige Debatte. Es gilt anzuerkennen, dass unsere jahrzehntelange hohe Investition in Bildung und Forschung Früchte tragen. Das ist erfreulich. Und es ist unsere Aufgabe als Parlamentarier, diesen Haushalt von 18 Milliarden Euro zu verteidigen und in den politischen Schwerpunkt zu halten. Und so sehr es
richtig war und ist, Forschung und Bildung als gesamtstaatliche Aufgabe zu begreifen. So deutlich stellt der Bundesrechnungshof sowie das Grundgesetz, aber auch der gesunde Menschenverstand fest, dass es klare Zuständigkeiten und somit Verantwortlichkeiten gibt. Und der Haushalt des Ministeriums ist zu 50%, es wurde angesprochen, gebunden über diverse Bund-Länder-Vereinbarungen. Eine Grenze, für mich eine Schallmauer, die wir nicht überschreiten wollen und nicht überschreiten dürfen. Und das gerade vor der Tatsache, dass sich die Länderhaushalte wesentlich besser entwickeln als der Bundeshaushalt. Ich empfehle jedem die Lektüre der Plenardebatte am Dienstag in der allgemeinen Debatte zur Einbringung des Haushaltes. Der Kollege Rehberg hat da die Zahlen ganz klar benannt. Und ich möchte das noch mal untermauern. Ab 2020 wird das Umsatzsteueraufkommen der Länder höher sein als das des Bundes. Zwischen 2019 und 2023 tritt der Bund insgesamt Umsatzsteuermittel in Höhe von 72,5 Milliarden Euro an die Länder ab. Und dennoch ist im Bereich der Bildung der Bund ein finanzieller und inhaltlicher Impulsgeber. Aber die Impulse dürfen keine Ersatzvornahme sein, allen voran in Dingen, wo die Länder finanziell zuständig sind. Von daher lehnt die Koalition eine weitere Unterstützung der Länder in ihren verantwortlichen Bereichen ganz klar ab. Und wenn es um Lehrermangel und Unterrichtsausfall geht, kann ich nur feststellen, das sind die Kultusminister der Länder zuständig. Wenn es um den Sanierungsbedarf an den Schulen geht, kann ich nur feststellen, die Kommunen sind da gefordert. Und lieber Kai Gehring, um 19 Milliarden haben wir die Kommunen entlastet. Da muss es doch drin sein, auch eine Schule zu sanieren. Und wir haben im letzten Jahr sogar noch ein Sonderprogramm für die kommunale Bildungsinfrastruktur aufgelegt. Und diese Zahlen mögen sich bitte alle bisherigen und weiteren Redner dieser Debatte vor Augen halten, wenn sie hier weitere Wünsche äußern, die in den Zuständigkeitsbereich der Länder oder der Kommunen fallen. Meine Damen und Herren, die OECD-Studie, dass Deutschland jetzt so wahnsinnig gut bei MINT sein soll, ich kann es persönlich kaum glauben. Ich besuche regelmäßig das nationale MINT-Forum und weiß um die Probleme in unseren Schulen. Herr Schleicher von der OECD hat uns immer wieder mehr Studierende empfohlen, hat lange die duale Ausbildung eigentlich in Deutschland stark verkannt. Von daher möchte ich trotz dieser schönen Ergebnisse daran festhalten, dass wir uns stark in diesem Bereich MINT engagieren als Bund. Der Aktionsplan der Ministerin im Frühsommer diesen Jahres ist das richtige Signal. Und liebe Frau Kalitschek, wir erwarten jetzt dringend die Förderrichtlinien. Die Mittel stehen bereit und die Akteure in Deutschland warten, dass diese Mittel ausgekehrt werden. Meine Damen und Herren, ich bleibe beim Bildungsbereich extra für die FDP. Der FDP ist es anscheinend entgangen, dass wir einen neuen Haushaltstitel haben mit 43 Millionen Euro, der da heißt Digitaler Wandel in der Bildung. Und dabei sind eben auch fachliche Begleitmaßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes eingestellt, was wir ausdrücklich begrüßen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen natürlich auch die Länder beim Thema digitaler Bildung als Partner an unserer Seite. Und gerade was die digitalen Lernmittel betrifft, kommt der Bund an seine Grenzen. Auf dem Bildungsmarkt gibt es fantastische, qualitativ hochwertige, adaptive Lernsysteme, intelligente Tutorensysteme, die einen unwahrscheinlichen Mehrwert bringen. Die Kultusministerkonferenz ist dringend gefordert, eine einheitliche Stellung für die Zulassung dieser digitalen Bildungsmedien einzurichten und diese Bildungsmedien endlich zuzulassen. Die Finanzierungsimpulse des Bundes sind das eine. Das andere ist, dass die Länder unterstützen müssen. Daher brauchen wir keinen Digitalpakt 2. Meine Damen und Herren, ein starker Schwerpunkt des Haushaltes liegt wiederum auf der beruflichen Bildung, aber auch bei der Hightech-Strategie. Kollege Schulz hat es angesprochen. Und der Haushalt setzt beim Thema künstliche Intelligenz an. Richtig ist, dass wir im Vergleich zu China und der USA noch zu wenig investieren. Der Finanzminister Olaf Scholz hat lediglich 1 Milliarde frisches Geld zur Verfügung gestellt. Die erste Tranche wurde im letzten Haushaltsjahr verteilt. Jetzt steht die zweite Tranche an. Und ich bin der Meinung, dass hierum wieder ein Hauptteil dieses Geldes an das BMBF gehen muss. Daher hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion in ihrer Vorstandsklausur auch ganz konkrete Maßnahmen benannt. Ich denke an 70 weitere KI-Exzellenzprofessuren, an die Weiterentwicklung des Industrial Data Space zu der europäischen Cloud Gaia X, die Ministerin hat es genannt, aber auch um die Einrichtung der weiteren KI-Transferzentren, was im engen Zusammenschluss mit dem Wirtschaftsministerium kommen muss. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend auf einen sehr wichtigen Umstand mit Blick auf unsere zukünftige Mittelverteilung eingehen.
Im Juli 2019 hat die Regierungskommission Gleichwertige Lebensverhältnisse ihren Bericht vorgelegt und klar festgestellt, dass wir in die regionalen Zentren investieren müssen und nicht nur in die urbanen Zentren. Deutschland lebt von seiner Dezentralität, von der Vielfalt der Region, von der Produktivität des ländlichen Raumes. Von daher war die Entscheidung für Münster bei der Batterieforschungsfabrik mit Sicherheit eine richtige Entscheidung. Und bei jeder Mittelvergabe sind die Vorgaben dieser Regierungskommission, gleichwertige Lebensverhältnisse zu beachten. Dies gilt auch bei der Entscheidung, wo der Sitz der Agentur für Sprunginnovation hinkommt, meines Erachtens nicht nach Berlin. Das gilt für die Entscheidungen für die KI-Transferzentren, die meines Erachtens gerade in den neuen Ländern angesiedelt werden müssen. Und wenn wir dann sehen, wie dezentralisiert funktioniert, müssen wir nach Bayern schauen, zum Ministerpräsidenten Söder, der für 1,2 Milliarden Euro in Nürnberg, in Franken investiert und da eine neue TU eröffnet. Auch das BMBF muss mit Blick auf die gleichwertigen Lebensverhältnisse ganz klar in die Regionen investieren. Und ich darf mit Kollegen Sattelberger enden. Es darf nicht darum gehen, die bereits fetten Standorte fett zu füttern. In diesem Sinne freue ich mich auf die anstehenden Haushaltsberatungen und die anstehenden Standortentscheidungen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist für die Fraktion der AfD die Kollegin Nicole Höchst. Herr Präsident, Frau Ministerin, werte Kollegen, hochgeschätzte Bürger. Wir sind uns alle einig, dass wir die berufliche Bildung stärken müssen. Frau Ministerin Karliczek, Sie verdienen in diesem Bereich unsere Anerkennung. Sie haben sich redlich bemüht, unser Credo mehr Meister als Master anzuerkennen und dem Taten folgen zu lassen. So erhöhen Sie zum Beispiel die von der AfD geforderten Posten wie die Begabtenförderung berufliche Bildung. Das ist folgerichtig, gut und lobenswert. Aber bei grundsätzlicher Betrachtung ist das allenfalls Feintuning. Frau Karliczek, mit Mut und Kampfgeist könnten Sie bei den jetzigen bürgerlichen und freiheitlichen Mehrheitsverhältnissen in diesem Parlament als die Bildungsministerin in die deutsche Geschichte eingehen, die die ideologische Bildungswende schafft. Sie könnten die Abiturschwemme bei gleichzeitigem Fachkräftemangel beenden. Leider fehlt es Ihnen im vorgelegten Haushalt nach wie vor an Entschlossenheit, ein großes Gesamtkonzept vorzulegen, das geeignet ist, das Ruder herumzureißen. Es ist klar, dass dieses Gesamtkonzept zur Stärkung der beruflichen Bildung eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern sein wird. Berufliche Bildung muss bereits im Vorfeld gestärkt werden, indem ausbildungsfähige und bereite junge Menschen in den Ausbildungsmarkt drängen. Das ist originär Ländersache und mit dem Digitalpakt sicher nicht zu bewerkstelligen. Das Bundesinstitut für Berufsbildung hatte 2018 festgestellt, dass das betriebliche Ausbildungsplatzangebot so hoch war wie nie seit 2009. Leider standen einem wachsenden Ausbildungsangebot eine steigende Anzahl an Jugendlichen ohne Berufsabschluss gegenüber. Das ist der Trend, der sich seit 2009 abzeichnet. Wo sind denn die erfolgreichen Bemühungen der Bundesregierung? Wo die der Länder? Alle bislang getroffenen Maßnahmen laufen ins Leere. Wir werfen Geld zum Fenster heraus. Das deutsche Bildungssystem bricht Rekorde im Studienabbruch, in den unbesetzten Ausbildungsplätzen, an Jugendlichen ohne Berufsabschluss. Sie haben jetzt ein paar Millionen Euro von hier nach da umgeschichtet und erwarten nun ernsthaft, dass sich das ändert. Das werden Sie so nicht erreichen, denn die heiß ersehnten Fachkräfte der Zukunft, die durch unser Bildungssystem bis zum Abitur geschleust werden, können weder auskömmlich Dreisatz, einmal eins oder gar unfallfrei Deutsch. Aber ganz wichtig, und jetzt Achtung, Sie können an der Humboldt-Universität Pornowissenschaften studieren. Das glauben Sie nicht, meine Damen und Herren, ist aber so. Recherchieren Sie selbst und finden Sie zukunftsweisende Seminare wie Konsens und Vielfalt, faire Pornografie. Wissen Sie, wir von der AfD sind sehr für die Freiheit von Forschung und Lehre. Die Frage ist, was werden denn die Absolventen solcher Studien? Wie viele studierte Pornospezialisten kann sich ein Wirtschaftsstandort wie Deutschland denn leisten? Wie viel mehr als über 230 Lehrstühle für Gender und Gedöns regelt da tatsächlich die Nachfrage den Markt? Ein ideologiefreies Deutschland hätte längst zig Alternativen zum Verbrennungsmotor erfunden. Deutschland darf das nicht. Wir müssen uns deindustrialisieren, verblöden, durchgendern und verarmen. Warum denn eigentlich?
Liebe Frau Karliczek, bitte lassen Sie sich nicht von Linksgrün einlullen. Bitte streichen Sie alle ideologischen Posten in diesem Bundeshaushalt. Es ist viel, viel wichtiger, in berufliche Bildung zu investieren, noch mehr, als Sie das bisher getan haben. Legen Sie ein großes Gesamtkonzept vor, das den Leuten von morgens bis abends erklärt, von der Zeitungsannonce bis hin zur Tagesschau, wie wichtig berufliche Bildung für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist. Sie sichert Wohlstand für alle, ist das Rezept gegen Fachkräftemangel, ist die Zukunftsgarantie des Standortes Deutschland. Vielen Dank. Nicole Höchst war das für die AfD-Fraktion. Im Einzelplan Bildung und Forschung geht es jetzt weiter mit dem nächsten Redner aus den Reihen der Sozialdemokraten, Ernst-Dieter Rossmann. Sehr geehrter Herr Präsident, ich lasse den Schmus am Anfang weg. Ich möchte eingehen auf die Behauptung, die auch gestern Herr Lindner und andere ständig wieder in die Öffentlichkeit tragen, dass der Gestaltungsrahmen für Bildung, Wissenschaft und Forschung mit diesem Haushalt gesunken ist. Nein, das ist er nicht, sondern was ist passiert? Tatsächlich stehen unterm Strich minus 70 Millionen. Aber es hat was zu tun mit einer Vorgeschichte, die 2014 begonnen hat, wo der Bund ausgestiegen ist aus der Finanzierung des Hochschulbaus und aus der Bildungsplanung und den Ländern zugestehen musste, dafür Kompensationsmittel bis zu dem Zeitpunkt, wo der neue Bund-Länder-Finanzverteilungsrahmen in Kraft tritt, mit zur Verfügung zu stellen. Und das waren Mittel in Höhe von 720 Millionen, die waren nicht mal spezifiziert auf Bildung, sie konnten für alles ausgegeben werden. Und dieses endet jetzt. Und damit ist der Gesamtbetrag minus 70 Millionen, aber der Gestaltungsspielraum für die Ministerin um 650 Millionen gewachsen. Und darüber jammern Sie, darüber lamentieren Sie, Sie haben nicht mal den Haushalt reingeguckt. Sie geben sich gar nicht die Mühe, diese Zusammenhänge aufzunehmen. Sie zeigen damit im schlechten Sinne ein Beispiel, wie Parlamentarismus nicht sein sollte. Und die Ministerpräsidenten der Länder, die haben es doch begriffen. Die haben es doch begriffen, wenn man ihnen die Mittel so weggenommen hätte, ohne die 9,7 Milliarden, die sie über die neue Bund-Länder-Finanzverteilung dazugewonnen haben, dann hätten sie ja alle mit Protesten das Parlament gestürmt. Haben sie aber nicht, weil die lesen die Haushalte. Und die machen nicht den billigen kleinen Punkt, den Sie an der Stelle mitmachen wollen. Deshalb, das ist gut, dass wir dort jetzt spezifiziert diesen zusätzlichen Finanzspielraum haben. Und es ist auch gut, dass die Länder in ihrer Finanzkraft gestärkt worden sind. Denn wir erkennen es ja an, dass die Länder, wenn es um Bildung geht, über 50% der Leistung in Deutschland bringen. Und wenn dieser Spielraum noch wächst, dann können Sie das, was Sie jetzt auch von OECD und anderen belegt tun, nämlich dafür mehr ausgeben, was frühkindliche Bildung, was schulische Bildung, was Berufsbildung und anderes mit angeht. Wir sind sehr dafür, dass die Länder diesen Spielraum haben. Und ich will eine grundsätzliche Bemerkung machen, weshalb es trotzdem Bund-Länder-Vereinbarungen gibt, eine gemeinsame Anstrengung in Bezug auf das ganze Land, was die Bildungsleistungsfähigkeit angeht, weil da, wo wir einen reinen Wettbewerbsföderalismus hätten, wir eben unterschiedliche Bildungs- und Lebensbedingungen hätten und Bund-Länder-Vereinbarungen verpflichten, bis hin zur Einstimmigkeit der Länder, diese dazu in bestimmter, für die Zukunft wichtiger Weise zusammenzuarbeiten. Und das macht das ganze Land stark und nicht das einzelne Bundesland, was runterfällt und das andere Bundesland, was besonders aus eigener Kraft es alles schaffen kann. Also Bund-Länder-Vereinbarungen sind etwas, was Gleichwertigkeit der Lebens- und der Bildungsbedingungen bei uns mit stützt. Eine zweite grundsätzliche Bemerkung soll durchaus auch etwas zum Nachdenken sein. Nicht im Sinne der fetten Katzen, aber eines Merkmals, was wir in Bezug auf die Struktur des Haushaltes schon sehen sollen. Denn wenn wir dort die Big Five nehmen, die Big Five von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bis hin zu Leibniz, dann stehen die ja mit über 7 Milliarden im Haushalt, die wir Ihnen jetzt Jahr für Jahr mit Steigerungen 3% auf die nächsten 10 Jahre geben. Und ich glaube, das ist einerseits richtig, weil die in besonderer Verantwortung das auch mitmachen, aus der Wissenschaft heraus. Aber sie werden sich auch unserer Diskussion in der politischen Verantwortung mitzustellen haben, wie sie sich einbringen in das Bemühen um Kohäsion, um Gleichwertigkeit, auch im Zugang zu Forschung, zu Exzellenz in ganz Deutschland, auch in der Verbindung mit dem, was wir als politische Mission haben. Und das soll nicht irgendwie ein Schuhriegeln sein. Es soll nur sein, wer diese große Verantwortung zugestanden bekommt, über 10 Jahre Haushaltszuwächse von jährlich 3 Milliarden, ein Kollege hat es vorhin benannt, dass es über 100 Milliarden wächst,
muss sich selber auch in der Verantwortung für das Ganze mitsehen. Und dieses erwarten wir, denn der Bund braucht doch auch noch die Kraft zu Impulsen. Er hat diese Impulse, Frau Kalitschek, ja in bestimmter Weise so gesetzt, dass die von der Opposition hier gar nicht angesprochen werden, wenn es dann geht um Schulen in besonderen sozialen Lagen oder um die Exzellenz bei der beruflichen Bildung oder die digitale Ertüchtigung in der Bildung oder die Allianz für Meeresforschung. Also was Sie jetzt machen, ist das Verschweigen, was an Impulsen gesetzt wird, um darüber hinaus es zu toppen mit zusätzlichen Impulsen, die Sie sich wünschen. Das tut die SPD-Fraktion auch, das tut die CDU-Fraktion auch. Aber man darf deshalb doch nicht verschweigen, welche strukturellen wichtigen Positionen besetzt sind, eingeleitet sind in Bezug auf Verstärkung von Bildung, speziell auch beruflicher Bildung. Wir wiederholen das nochmal. 50% Steigerung bei der Aufstiegsfortbildung ist ein Zeichen für die Gleichwertigkeit, ist ein Zeichen für die Anerkennung von höher qualifizierender Berufsbildung, ist ein Zeichen, dass wir Forschungspotenziale und Umsetzungspotenziale in Deutschland zusammen brauchen, um die Energiewende, um die industrielle Ertüchtigung, um bessere Dienstleistungen mitzuerreichen. Das ist doch durch diesen Haushaltsplan und durch die Gesetzgebung mit angerichtet. Und wir haben einen Wunsch, Sie müssen zum Schluss kommen, Herr Kollege. Auf das Materielle, auch auf das Konzeptionelle. Frau Ministerin, machen Sie aus dem Meisterstück, Entschuldigung, machen Sie aus dem Gesellenstück noch ein Meisterstück, bringen Sie den Bildungsrat auch noch so über die Hürde, dass wir in Zukunft auch von da aus noch gute Impulse mitbekommen können. Der Finanzminister hat gestern gesagt, wir können das, wir sagen, wir machen das. Danke. Nächster Redner in der Debatte ist der Kollege Dr. Thomas Sattelberger für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, Frau Ministerin, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf den Tribünen. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Ein Zitat von Helmut Kohl, dass Sie, Frau Karliczek, sich wirklich zu Herzen nehmen sollten. Sie prahlen ja damit, wie viele Milliarden Euro Sie vorne reinstecken. Aber was hinten rauskommt, da ist dichter Nebel beim Thema Forschung und Innovation. Beispiel 1, Strategie zur künstlichen Intelligenz. Im November 2018 vorgestellt, angeblich 3 Milliarden schwer. Selbst Kollege Tankred Schipanski befürchtet, dass es sich nicht um frisches Geld handelt, sondern um eine schön gerechnete Summe bereits bestehender Projekte, wie ich sie zitieren darf. Und lassen Sie mich ein paar Worte sagen zu den 100 zusätzlichen KI-Professuren. Ich höre auf Nachfrage, bis jetzt gibt es keine einzige. Laut Staatssekretär Meister besetzen Sie die ersten Professuren 2020. So, jetzt soll Alexander von Humboldt aushelfen mit 30 KI-Spitzenforschern bis 2024. Ich sehe nicht im Geringsten, wie das in der Finanzplanung abgebildet ist. Und für die noch fehlenden Professuren, die 70, kommt Albrecht Rupprecht von der CSU mit der rettenden Idee um die Ecke, 200.000 Euro mehr Jahresgehalt für schon in Deutschland tätige KI-Professoren, damit von denen keiner in Silicon Valley abhaut, Standortattraktivität auf Geld reduziert und kein zusätzlicher Professor gewonnen. Der liebe Kollege Rupprecht sollte bei Boris Johnson anheuern als Hilfs-Sheriff für Etikettenschwindel. Als ich im Jahr 2018 hier im Plenum den Braindrain deutscher Wissenschaftler angeprangert haben, war die Kollegin Staffler ja noch lauthals der Meinung, dank CSU-Politik sei alles in Butter. Pustekuchen. Hören Sie lieber auf die Expertenkommission Forschung und Innovation. Die hat schon im Februar Zweifel angemeldet und stattdessen Promotionsstipendien für internationale KI-Experten empfohlen, und zwar 1.000. Was ist passiert? Nichts. Ran an den Speck, Frau Karliczek. Und jetzt wollen Sie das Geld verdoppeln für die KI-Kompetenzzentren. Dass diese Zentren je Talentmagnete werden, sehe ich nicht. Dazu bräuchte es wenige Erstklassige, nicht viele Mittelprächtige. Die Realität Ihrer KI-Strategie ist erbärmlich.
Jahre zu spät zusammengeschustert, ein Projektsammelsurium anstelle einer Strategie. Und jetzt vergehen noch weitere 7, 8 Jahre, bis die ersten KI-Absolventen aus diesen neuen KI-Professuren herauskommen. Beispiel 2, Hightech-Strategie. Während Länder wie die Schweiz, Norwegen und Dänemark uns beim Thema Innovation davon eilen, verplempern Sie das Geld mit nichtssagenden Fortschrittsberichten. Mein Rat an Sie, Frau Karliczek, Papierschreddern und stattdessen die Ärmel hochkrempeln. Das Handelsblatt formuliert sehr treffend dazu, dass bei dieser Hightech-Strategie alle Ressorts hier aufschreiben, was sie ohnehin machen. Und im Kanzleramt heftet das dann jemand zusammen und macht ein Bändchen darum. Was bitte ist das Strategische an dieser Strategie? Wo ist die Stärken-Schwächen-Analyse, der Wettbewerbsvergleich, die Erfolgsindikatoren, die Ziele? Fehlanzeige. Hausaufgaben machen, Frau Ministerin. Beispiel 3. Zu betoniertes Budget mit Hochschulpakt und Pakt für Forschung und Innovation. Es ist das Budget derartig zugeschnürt, dass für freie und spontane und aktuelle Entwicklungen kaum noch Platz für Reaktion ist. Und das bei schrumpfenden Spielräumen im Haushalt. Lineare Aufwüchse, ich verstehe es wahrscheinlich besser als Sie. Lineare Aufwüchse, Gießkannenprinzip, eingefrorene Budgets, das kritisiert inzwischen sogar der Bundesrechnungshof. Und zwar völlig zu Recht. Schauen Sie in die gesamte angelsächsische Welt, von Oxford bis nach Stanford. Regelmäßige Leistungsanalysen, Performance-Indikatoren, variable Budgetanteile, gekoppelt an den Nutzen für Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik. Ich weiß, da fällt den Gießkannenfreunden der Forschung die Kinnlade runter. Beispiel 4. Agentur für Sprunginnovation. Heute nur ein Punkt dazu. Ein Aufsichtsrat zur Hälfte politisch besetzt, sodass die Politik gegen alles, was diese Agentur unkonventionell plant, Ihr Veto einlegen kann. Herr Staatssekretär Meister, gucken Sie her. Ihr Credo, diese Agentur solle frei und unabhängig sein, die Sie hier im Plenum auch adressiert haben im Ausschuss. Eine Luftnummer. Herr Sattelberger. Entpolitisieren Sie den Aufsichtsrat und bitte verbieten Sie der SPD im Aufsichtsrat, Wahlkreisarbeit zu machen. Dort muss eine neutrale Aufsichtsratstätigkeit wahrgenommen werden. Ich komme wunderbar zum Schluss. Ja, nee, Sie kommen schnell zum Schluss. Sie sehen, Frau Bundestagspräsidentin, ich folge Ihnen aufs Wort. Ich könnte jetzt noch über den Schreiben. Nein, das können Sie nicht. Ja. Ich bedanke mich. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Sattelberger. Schönen Nachmittag von mir, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Nicole Gohlke. Und Claudia Roth hat als Bundestagsvizepräsidentin hier die Sitzungsleitung übernommen. Ja, ich bemühe mich, etwas leiser zu reden. liebe Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, es sind jetzt bald 2 Jahre vergangen, seitdem die Große Koalition wieder am Ruder ist. Es ist jetzt also mindestens Halbzeit für diese Regierung. Und ihre Bildungs- und Wissenschaftspolitik ist immer noch ein Dahinplätschern ohne Ziel und ohne Richtung. Keine neuen Ideen, keine neuen Impulse. Auch dieser Bildungshaushalt ist von Verwaltungsdenken geprägt und nicht von dem Willen, die sozialen Probleme und die gesellschaftlichen Herausforderungen, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, anzugehen. Und das ist ein riesiges politisches Versäumnis. Wir wissen doch alle, dass Bildung eine der zentralen Stellschrauben ist für Chancengleichheit, für sozialen Ausgleich. Bildung ist eine große Gerechtigkeitsfrage für unsere Gesellschaft. Und deswegen darf man nicht so schmählich und so unzureichend behandeln, wie Sie das hier tun. Die Große Koalition, allen voran die SPD, hat uns schon bei der letzten BAföG-Reform versprochen, dass jetzt endlich die Trendwende kommt. Die ist nicht eingetreten. Die Empfängerinnenzahlen befinden sich im konstanten Sinkflug. Und jetzt sagt die Koalition wieder eine Trendwende voraus. Dabei ist aber auch die aktuelle Erhöhung eben gerade mal ein Inflationsausgleich.
Und für studentischen Wohnraum tut die Bundesregierung konkret gar nichts. Und deshalb hat es diese Regierung auch zu verantworten, dass es wieder eine Frage der sozialen Herkunft und des Geldbeutels der Eltern geworden ist, ob und wo man studieren kann. Wir haben inzwischen ein Maß an sozialer Schieflage in unserem Bildungssystem erreicht, das uns wirklich alle alarmieren sollte und das uns auch alle nervös machen sollte. Wir brauchen endlich ein bedarfsdeckendes BAföG und Investitionen in Studierendenwohnheime. Und ein gesellschaftlicher Bildungsaufschwung, der kann eben auch nicht mit einer Politik funktionieren, die vor allem auf Leuchttürme fokussiert, sondern das, was wir brauchen, sind eben gute Bedingungen und hohe Qualität in der Breite. Und da ist die Exzellenzstrategie die falsche Antwort, denn die verstärkt eben aktuell und unter den aktuellen Bedingungen zumindest das Auseinanderdriften unter den Hochschulen. Wir haben jetzt eine erste Liga von Universitäten, die noch zusätzlich Mittel für einzelne Vorhaben erhalten. Und dann haben wir auf der anderen Seite den großen Rest, der sich mit chronischer Unterfinanzierung herumschlägt. Und schließlich haben wir dann noch die HAWs, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die mittlerweile ein Drittel aller Studierenden betreuen, aber anscheinend völlig unter dem Radar der Bundesregierung bleiben. Die Fachhochschulen leisten einen wichtigen Beitrag zum Bildungswesen und verdienen entsprechend auch endlich eine Anerkennung. Die Bundesregierung setzt weiter auf Wettbewerb und auf kurzatmige Projektförderung statt auf Verlässlichkeit, auf bedarfsgerechte Finanzierung und auf sozialen Ausgleich. Die Studierenden und die Beschäftigten, vor allem die Beschäftigten im Mittelbau, sind die Leidtragenden. Von ihnen wird Exzellenz gefordert, aber die Arbeits-, die Lehr- und die Lernbedingungen sind das glatte Gegenteil. Was wir brauchen, sind endlich Dauerstellen für Daueraufgaben. Kolleginnen und Kollegen, ich finde, es ist Zeit für einen wirklichen Bildungsaufschwung. Bildung und Wissenschaft, Schulen und Hochschulen müssen in die Lage versetzt werden, den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken und Lösungen für die drängenden Probleme der Zukunft zu entwickeln. Für den Klimaschutz, für die dringend nötige Verkehrswende. Es braucht Antworten auf Digitalisierung und die Transformation in der Arbeitswelt, auf die zunehmende Verstädterung, für die Beseitigung von Fluchtursachen. Dieses Bewusstsein muss ein Bildungshaushalt ausstrahlen. Dieses politische Verständnis braucht eine heutige Regierung. Die Große Koalition leistet das leider nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Nicole Gröke war das für Die Linke. Und sie hat ihre Rede hier angefangen mit dem Hinweis, dass ja immer weniger Schüler und Studenten BAföG beziehen. In der Tat, 700.000 waren das rund letztes Jahr. Das sind deutlich weniger als zuvor. Ab 1. August gibt es eine BAföG-Reform, die wieder mehr Menschen BAföG zusprechen soll. Denn in Zukunft wird Vermögen und auch das Einkommen der Eltern weniger angerechnet. Aber da stehen natürlich Zahlen noch aus. Wie gesagt, das Ganze gilt erst ab seit 1. August. Anna Christmann für die Grünen. Dazu beiträgt, das auch zu untermauern. Und da kann ich zu keiner anderen Einschätzung kommen, als dass dieser Haushalt dieser Aufgabe eben nicht gerecht wird. In einer Zeit, in der wir dringend investieren müssen, hält der Finanzminister das Geld zusammen. Und Sie, Frau Ministerin, können oder wollen sich leider nicht ausreichend durchsetzen, um die nötigen Investitionen in Wissenschaft und Forschung zu sichern, kämpfen Sie endlich für mutige Schritte statt für Stillstand. Und die Kanzlerin hat ja gestern selber das Motto ausgegeben: Wir müssen dringend dafür sorgen, dass wir technologisch mit dem Weltmaßstab mithalten können. Da frage ich mich aber ernsthaft, wer in dieser Bundesregierung eigentlich an diesem Ziel arbeitet, an diesem Ziel arbeitet. Nehmen wir die künstliche Intelligenz. Bei der sogenannten nationalen KI-Strategie könnten Anspruch und Wirklichkeit kaum weiter auseinander liegen. Sie haben ja gerade noch mal erwähnt, Sie wollen führender KI-Standort werden, aber Sie kriegen ja nicht einmal die Mittel verteilt. Wo sind denn die angekündigten 3 Milliarden? Ich sehe davon nichts. Seit Monaten beschäftigen Sie sich damit, diese kleinteilig in ersten Millionenpakete aufzuteilen. Das Forschungsministerium hat bisher ganze 170 Millionen bekommen für mehrere Jahre. Das ist doch ziemlich weit weg von dem Anspruch, den Sie da ausgeben. Noch dazu stecken Sie das zum Teil in Kürzungen aus den Vorjahren. Damit werden wir nicht europäische Werte sichern können bei der Entwicklung von KI.
Und das hat die Kanzlerin ja durchaus gestern auch angesprochen, dass sie gesagt hat, wir müssen die europäische Zusammenarbeit in diesem Bereich stärken. Und das ist ja völlig richtig. Aber diese Zusammenarbeit wird im Haushalt praktisch versteckt. Sie kommt gar nicht vor. Das Einzige sind 500.000 Euro für ein deutsch-französisches Zentrum für KI, das auch noch virtuell sein soll. Ich glaube, virtuell steht in dem Fall eher dafür, dass es gar nicht existiert. Wir sehen davon jedenfalls nichts. Aber Sie beschränken sich eben scheinbar lieber auf Schlagworte, ohne sie ernsthaft wirklich mit Geld zu hinterlegen. Anfang dieses Jahres haben Sie ja auch eine Offensive zur Wissenschaftskommunikation angekündigt, was wir begrüßen. Denn angesichts der großen gesellschaftlichen Debatten wie über KI, wie über den Klimawandel, wäre das ein wichtiger Schritt, hier voranzukommen. Ganz zu schweigen von den zunehmenden Desinformationen, von Fake News, mit denen wir es zu tun haben, und auch einer Wissenschaftsskepsis, die sich zunehmend breit macht. Konkrete Maßnahmen zur Stärkung der Wissenschaftskommunikation haben wir von Ihnen seitdem aber nicht gesehen. Es gab, glaube ich, einen Workshop, es sind aber keinerlei konkrete Schritte erkennbar. Und im Haushalt wird das Ganze jetzt mit sozialen Innovationen zusammengeschmissen, für die dann zusammen 17 Millionen zur Verfügung stehen. Das eine, Wissenschaftskommunikation, ist Ihnen offenbar genauso unwichtig wie das andere, nämlich die sozialen Innovationen. Dabei bedeutet soziale Innovation eben nicht kleine Innovation. Das scheint mir ein Missverständnis zu sein. Es bedeutet, dass wir Innovationen fördern, die vielleicht nicht so gewinnversprechend sind, dafür aber ein großer Gewinn für unsere Gesellschaft sein können. Und da kommt man eben mit einem abgezweigten Taschengeld von der Wissenschaftskommunikation nicht aus. Dafür muss man sich auch was trauen. Ich nenne nur die Agentur für Sprunginnovation, die ja irgendwie vorankommt, offenbar, auch wenn es noch nicht wirklich ein sichtbares Konzept gibt. Diese Stiftung könnte man doch mal an den globalen Nachhaltigkeitszielen ausrichten. Da würden wir doch einen großen Schritt gehen, was soziale Innovationen angeht, und nicht so kleinteilig, wie Sie das vorschlagen. Ich möchte die steuerliche Forschungsförderung an der Stelle nur noch ganz kurz erwähnen, wo Sie sich leider im Moment auch noch nicht haben durchsetzen können, gegenüber dem Finanzministerium, dass auch die Wissenschaftseinrichtungen da zum Zuge kommen und daran partizipieren können. Da hoffen wir dringend auf Verbesserungen. Ansonsten kann ich nur sagen, wir brauchen endlich eine kraftvolle Stimme für die nötigen Investitionen in Wissenschaft und Forschung. Dieser Haushalt ist zu wenig für die Zukunft. Vielen Dank, Anna Christmann. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Norbert Altenkamp. Norbert Maria Altenkamp. Heute ist Namenstag von Maria. Ach so, dann alles Gute zum zweiten Namenstag. Also Maria. Ja, vielen Dank. Alles Gute, liebe Maria. So. Danke. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke für die Glückwünsche. Wenn ich die Debatten der letzten Tage, aber auch jetzt aktuell, Revue passieren lasse, fällt mir auf, dass einige Kolleginnen und Kollegen scheinbar in einer sehr depressiven Stimmungslage gefangen sind. Sie haben die Sommerpause wohl nicht dazu genutzt, positive Beispiele in unserem Land nachzugehen, um auch Zuversicht und Chancen für die Herausforderungen unserer Zeit zu erkennen. Gerade im Bereich Klimaschutz ist die Stimmungslage häufig von einem Schwarz-Weiß-Denken geprägt. Dabei gibt es auch tolle technologische Ansätze, die gerade aus dem Forschungsetat massiv gefördert werden. So habe ich im Sommer das Unternehmen ThyssenKrupp in Duisburg besucht. Ich wollte wissen, wie dort das neue Klimaschutzprojekt in der Pilotanlage Carbon2Chem funktioniert. Sie wurde von einer ThyssenKrupp-Tochter aus meinem Wahlkreis mitgeplant und das BMWF fördert diese Anlage mit 60 Millionen Euro. Mit Carbon2Chem will ThyssenKrupp die CO2-Emissionen und den Rohstoffverbrauch im größten integrierten Stahlwerk Europas durch das Recycling von Hüttengasen drastisch reduzieren. Es entstehen am Ende Chemikalien wie Methanol für synthetische Kraftstoffe oder Ammoniak für die Düngemittelproduktion. Damit können auch die bisherigen energieintensiven Produktionsverfahren für diese Stoffe substituiert werden. ThyssenKrupp ist hier Technologieführer. Das Vermarktungspotenzial ist groß, denn die neue Technologie kann auch an anderen CO2-intensiven Bereichen wie Zementfabriken und Müllverbrennungsanlagen genutzt werden. Eine wirklich intelligente Lösung für den Klima- und Umweltschutz. Und das sei mal an dieser Stelle bemerkt, ist sicherlich intelligenter als Luftballons zu verbieten, wie eine aktuelle Forderung der Grünen da ist. Vor allem technisch anspruchsvoller, genau.
Insgesamt erhöht das BMBF 2020 die Mittel für die Klima-, Energie- und Nachhaltigkeitsforschung auf 477 Millionen Euro. Das hat Signalwirkung für weitere Zukunftsinvestitionen der Wirtschaft. Der Haushalt 2020 ist nicht nur ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Klimaschutz, sondern auch auf dem Weg zum 3,5-Prozent-Ziel. Nur wenn wir unsere Forschungsausgaben bis 2025 auf 3,5% des BIP erhöhen, können wir international wettbewerbsfähig bleiben. Es führt einer Studie zufolge auch zu zusätzlichem BIP-Wachstum von 1,3%. Und damit auch, ist es auch ein gutes Mittel für neuen Schwung in konjunkturschwachen Zeiten. 2020 bleiben die Mittel stabil. Es ist ja gerade schon gesagt worden von den Kollegen Schulz und Rossmann, wie da auch die haushaltstechnischen Dinge sind. Aber man muss sich ja auch zu vergegenwärtigen, dass im ursprünglichen Ansatz ja wesentlich weniger Mittel im Etat vorhanden waren. Und es ist aus meiner Sicht der Ministerin zu verdanken, dass die eigentlich geplante Absenkung verhindert werden konnte. Welche Hebel setzen wir nun mit diesen Mitteln in Bewegung, um das 3,5-Prozent-Ziel zu erreichen und um innovationsstärker zu werden? Erstens, um die Zahl der Tech-Startups zu erhöhen, baut der 5-Punkte-Plan des BMBF für eine neue Gründerzeit die Instrumente der Gründerförderung weiter aus und bezieht Startups zum Beispiel stärker in die Clusterförderung ein. Gerade Cluster, in denen Wirtschaft und Wissenschaft eng vernetzt zusammenarbeiten, sind ideale Brutstätten für Startups und Innovationen. Zweitens, aber trotz bester vorbildlicher staatlicher Gründerförderung, gerade auch mit dem erfolgreichen Hightech-Gründerfonds des BMWi, ein deutsches Silicon Valley, das Welterfolge fast wie am Fließband produziert, ist damit noch nicht in Sicht. Ein wichtiger Grund dafür, gerade im Biotech-Bereich, wo Gründungen besonders teuer sind, der Mangel an privaten Wagniskapitalinvestitionen für die Wachstumsfinanzierung. Hier müssen wir weiter nachsteuern. Wir müssen vor allem unser Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen und steuerliche Anreize für die Mobilisierung von Wagniskapital setzen. Das geht an die Adresse des Finanzministers. Drittens. Wir alle kennen die große Bedeutung unseres innovativen Mittelstands für unseren Standort. Dabei geht es nicht nur um die Hidden Champions auf den Weltmärkten wie die Stohgruppe in meinem Wahlkreis. Sie ist Technologieführer für Wärmedämmverbundsysteme, investiert viel in Forschung und treibt den aktiven Klimaschutz beim Bau voran. Für das 3,5-Prozent-Ziel müssen wir aber Innovation in die ganze Breite des Mittelstands tragen. Die Förderprogramme des Bundes sind hier vorbildlich und müssen weiter gestärkt werden. Allen voran das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand des BMWi und die Förderinitiative KMU Innovativ des BMBF. Aber nicht jedes, genau, danke schön. Nicht jede Zukunftsidee passt in ein spezielles Förderkonzept. Daher viertens, es ist gut, dass endlich nach langwierigen Diskussionen der Gesetzentwurf zur Einführung der steuerlichen Forschungsförderung auf dem Tisch liegt. Das ist ein ganz wichtiges Signal für die Unternehmen und für unseren Innovationsstandort. Wie die Expertenanhörung am Montag gezeigt hat, gibt es aber noch Nachbesserungsbedarf bei der Auftragsforschung. Hier sollte unbedingt der Auftraggeber, also das KMU, gefördert werden, denn die enge Zusammenarbeit zwischen KMU und der Wissenschaft macht Innovationserfolge meist überhaupt erst möglich. Mein Fazit. Denken Sie bitte an Ihre Redezeit, ja, auch wenn Namenstag Schluss. Ist. Der Haushalt 2020 und viele praktische Beispiele zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind. Der Forschungsetat ist keine trockene Zahlenwüste der Verzagtheit, sondern die Quelle, aus der wir eine Menge Innovation für eine gute Zukunft für unser Land gespeist werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Norbert Altenkamp. Nächste Rednerin hier in der Aussprache ist Ulrike Bahr für die Sozialdemokraten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kollegen und Kolleginnen. Bildung ist und bleibt der zentrale Schlüssel für eine gesicherte Zukunft. Darum werde ich auch nicht müde, diesen Satz in unseren bewegten Zeiten des strukturierenden Wandels, aber auch andererseits des politischen Populismus zu erwähnen. Und ich meine, Bildung ermöglicht gleiche Chancen und Teilhabe. Mit Bildung erreichen wir gesellschaftlichen Zusammenhalt. Durch Bildung erkennen wir Zusammenhänge und erhalten die Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und können dabei zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit unterscheiden. Bildung ist die Voraussetzung für den sozialen und beruflichen Aufstieg und gibt uns damit die Möglichkeit,
ein besseres Leben zu führen. Das war schon immer das sozialdemokratische Versprechen. Dem Einzelplan 30 möchte ich daher eine gute Note ausstellen, gerade im Themenbereich der Aus- und Weiterbildung. Uns allen ist klar, dass in Zeiten des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels der Dreiklang aus akademischer und beruflicher Ausbildung sowie aus der beruflichen Weiterbildung einen enormen Stellenwert hat. Lebensbegleitendes Lernen ist die Parole. Und genau daran arbeiten wir hier. Mit sehr viel mehr Haushaltsmitteln als noch 2019 ermöglichen wir, dass die individuelle Entscheidung für Aus- und Weiterbildungen leichter fällt. Denken wir an die bereits umgesetzte BAföG-Novelle. Unsere Studierenden können sich damit schon ab diesem Wintersemester auf einen neuen Förderhöchstsatz sowie auf einen gestiegenen Wohnzuschlag verlassen. Übrigens, auch wenn dieser Topf leer sein sollte, so bekommen alle Studierenden natürlich das BAföG dennoch ausgezahlt, sofern sie berechtigt sind. Das regelt allein schon der Rechtsanspruch. Und wir haben im Parlament beschlossen, bis zum Ende der Legislaturperiode 1,3 Milliarden mehr für die Leistungsverbesserungen des BAföG in die Hand zu nehmen. Und da werden wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten genau hinschauen, dass das auch passiert. Auch in der beruflichen Ausbildung gehen wir einen deutlichen Schritt nach vorne. Die Mindestausbildungsvergütung hat zwar nicht direkt mit Ausgaben des Einzelplans 30 zu tun, dennoch möchte ich eine Lanze für Sie brechen und Sie hier erwähnen, denn sie gehört ins Konzept. Mit ihr erkennen wir die Leistung derjenigen an, die wir in Zukunft immer mehr benötigen, unsere Auszubildenden. Sie leisten schon heute einen wichtigen Beitrag für die Fachkräfte von morgen. Zeit also, sich bei Ihnen dafür zu bedanken und eine ordentliche Vergütung bereitzustellen. Ich bitte daher meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktionen, mit uns nun gemeinsam den Weg zu einem guten Abschluss der Reform des Berufsbildungsgesetzes zu gehen. Für das neue Aufstiegs-BAföG, das gleich nach der Berufsbildungsgesetznovelle umgesetzt werden soll, stehen, es ist erwähnt worden, künftig knapp 392 Millionen Euro zur Verfügung, also knappe 50% mehr als noch in diesem Jahr. Ja, das ist ein gutes Zeichen für alle, die sich überlegen, eine Aufstiegsfortbildung zum Techniker, Meister, Fach- oder Betriebswirt zu machen. Das sind gute Zeichen für alle, die bisher vor den Kosten einer Aufstiegsfortbildung zurückgeschreckt sind, denn die Zahlen geben es vor. Der Staat wird ihnen kräftig unter die Arme greifen. Beispielsweise bei einem Vollzuschuss an den Unterhaltskosten für diejenigen, die ihre Fortbildung in Vollzeit absolvieren wollen oder mit höheren Zuschüssen bei den Lehrgangs- und Prüfungsgebühren. Gemeinsam mit der Mindestausbildungsvergütung und dem neuen Aufstiegs-BAföG kommen wir so der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung ein erhebliches Stück näher. Und darüber freue ich mich, und diesen Meilenstein darf man auch feiern. Grund zum Feiern ist aber auch ein anderer Titel, mit dem eine neue Dimension der Chancen- und Bildungsgerechtigkeit eröffnet wird. Wir beginnen, die Mittel für den von der SPD geforderten und im Koalitionsvertrag verankerten Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter bereitzustellen. Und das ist ein logischer Schritt, der auf den Kita-Ausbau folgen muss. Und er ist zentral für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bietet Chancengerechtigkeit in der schulischen Bildung. Gemeinsam mit dem Familienministerium wird das Bildungsministerium im nächsten Jahr 1 Milliarde Euro zurückstellen. Und eine weitere Milliarde wird folgen. Mir ist natürlich auch klar, dass hier noch viele Steine aus dem Weg geräumt werden müssten und wir bis 2025 dem vereinbarten Beginn des Rechtsanspruchs zum Landesgespräch mit den Ländern und Kommunen noch führen müssen. Und in die Zukunft gesehen, ja, das ist nicht nur eine Aufgabe für eine Legislaturperiode und deswegen packen wir es an. Herzlichen Dank. Ulrike Bahr war das für die SPD-Fraktion und ihr folgt jetzt hier Katrin Staffler für die Unionsfraktion. Ja, Herr Sattelberger hat vorgelegt. Gut, nächste Rednerin Katrin Staffler, das gilt jetzt aber nicht für Sie. Für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man die Debatte heute verfolgt, könnte man im Prinzip einen Minimalkonsens festhalten, nämlich dass die Themen Bildung, Forschung und Innovation absolut entscheidend für die Zukunft unseres Landes sind.
Und gleichzeitig beschweren Sie sich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, darüber, dass wir fehlende Finanzmittel hätten und dass angeblich zu wenig in dem Bereich getan würde. So weit, so gut. Um ehrlich zu sein, erwartet man das von der Opposition ja in gewisser Weise auch. Aber wenn Sie sich jetzt schon so vehement über fehlende Finanzmittel in unserem Bereich beschweren, dann sage ich Ihnen eines. Ich habe gestern bei der Generaldebatte sehr genau zugehört. Und ich habe mir mal aufgeschrieben, wie oft das Thema Bildung und Forschung angesprochen worden ist. Und bei Ihren Rednern, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, da hat es da ganz schön mau ausgeschaut. Bei den Linken und bei der AfD komplette Fehlanzeige. Gut, da muss man jetzt ehrlich sagen, so ein Zukunftsthema wie Forschung und Innovation passt ja auch nicht unbedingt in ihr Weltbild, weil wenn man den Menschen in diesem Land permanent einredet, dass Deutschland kurz vor dem Untergang steht, braucht man sich über die Zukunft ja auch keine Gedanken mehr machen. Aber auch bei den Grünen, da habe ich mehr erwartet, leider nichts. Dabei wird sich gerade beim Thema Klima anbieten, dass man auch mal darüber spricht, wie man mit Innovationen made in Germany weltweit was für unser Klima leisten kann. Und ja, dann fehlt noch die FDP. Herr Sattelberger, passen Sie gut auf. Also die selbsternannte Partei der digitalen Bildung und Innovation. Also kurz gesagt, ich habe von Ihrem Vorsitzenden, dem Christian Lindner, gestern wirklich viel erwartet in dem Bereich. Und siehe da, das Thema Bildung ist genau einmal vorgekommen in seiner Rede, aber Inhalt leider wieder Fehlanzeige. Und ja, ich bin da ganz ehrlich, natürlich hätten auch wir uns vorstellen können, dass wir noch mehr Mittel für das Thema Bildung und Forschung ausgeben. Genau im Übrigen wie für viele andere Themenbereiche auch Luft nach oben ist natürlich immer. Aber man muss ja auch mal feststellen, dass im Rahmen der Verhandlungen unsere Ministerin erreichen hat können, dass unsere Mittel auf dem gleichen Niveau bleiben bzw. de facto sogar steigen. Der Kollege Schulz von der SPD hat es angemerkt. Und ich finde, auch das muss man einmal sagen dürfen. Aber jetzt zu den konkreten Inhalten. Wenn man sich die Haushaltsberatungen bisher näher anschaut, dann sieht man, dass sich ein Thema wie ein roter Faden durch all diese Beratungen zieht, nämlich die Bewältigung der Digitalisierung in allen Lebensbereichen. Und auch die Bundeskanzlerin hat es in ihrer Rede gestern sehr zentral angesprochen. Und es stimmt, wenn sie sagt, die Bewältigung der Digitalisierung ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, für unseren Wohlstand und für die Prosperität. Und die Debatte heute hat gezeigt, dass die Digitalisierung auch für unseren Bereich, also für den Bereich Bildung und Forschung, zukunftsentscheidend ist. Künstliche Intelligenz ist mehrfach angesprochen worden heute, aber Digitalisierung ist halt eben nicht nur KI oder die Entwicklung von anderen technischen oder technologischen Innovationen, sondern sie reicht mittlerweile in alle Bereiche in unserem Bildungs- und Wissenschaftssystem. Deswegen finden wir sie auch überall in unserem Haushaltsplan wieder. Besonders erfreulich ist es zum Beispiel, dass es jetzt einen eigenen Titel im Haushalt zur Digitalisierung im Hochschul- und Wissenschaftssystem gibt, weil auch hier verändert die Digitalisierung die Art und Weise, wie wir an den Hochschulen lehren, wie wir dort lernen und wie wir forschen. Und auch die Digitalisierung der beruflichen Bildung findet sich im Haushaltsentwurf wieder. Und wenn wir gerade schon bei dem Thema berufliche Bildung sind, meine Damen und Herren, dieses Jahr ist der Innovationswettbewerb InnoVet gestartet. Dort werden Konzepte für eine innovative, zukunftsfeste und exzellente berufliche Bildung erarbeitet. Und auch das haben wir im Haushalt für das kommende Jahr wieder abgebildet. So, und die Bildung endet eben nicht mit einem Berufs- oder Studienabschluss, sondern sie ist ein lebensbegleitender Prozess. Deswegen ist die kontinuierliche Weiterbildung unerlässlich, wenn wir im technologischen Wandel Schritt halten wollen. Und die Digitalisierung erhöht eben nicht nur die Notwendigkeit für das lebensbegleitende Lernen, sondern sie ermöglicht eben auch völlig neue Formen für Weiterbildung, zum Beispiel durch die Anwendung von virtueller Realität. Und die berufliche Weiterbildung, das ist, glaube ich, klar, ist das Zukunftsthema und natürlich spiegelt sich auch das in unserem Haushalt wieder. Sie sehen also, von der beruflichen Bildung über das Hochschul- und Wissenschaftssystem bis zum lebensbegleitenden Lernen, in allen Bereichen findet sich die Digitalisierung im Haushalt wieder. Und ich finde das wichtig und gut, weil wir die Menschen mitnehmen müssen,
Wir müssen ihnen ihre Ängste, die sie haben, und die Sorgen, die sie haben, mitnehmen. Und vor allem müssen wir die zentrale Botschaft senden, dass wir die Herausforderungen meistern können, die eine digitale Welt mit sich bringt. Lust auf Zukunft muss unser Motto sein. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns mit gutem Vorbild vorangehen. Lassen Sie uns diese Lust an der Zukunft bei den Menschen verbreiten. Und dann brauchen wir dafür noch nicht mal mehr Mittel im Bildungsetat, sondern nur den Willen, dass wir für die Menschen in diesem Land was zum Positiven bewirken. Dankeschön.